Hey und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich euch kurz ein meiner Meinung nach ziemlich cooles und praktisches Produkt vorstellen. Kurz zu meiner bestehenden Situation. Ich habe ein 5.1 Surround Lautsprechersystem von Logitech aus dem Jahre 2015. Dieses kann via AUX-Kabel angesteuert werden. Nervig ist jetzt nur, wenn man zum Beispiel vom iPhone aus Musik abspielen möchte, muss man das Handy logischerweise mittels Kabel verbinden. Das Gerät ist dann erstens nicht mehr in Reichweite und zweitens, was noch viel schlimmer ist, ich muss mich bewegen, um es anstecken zu können. Da meine Lautsprecher perfekt funktionieren und noch in sehr gutem Zustand sind, wurde die Idee, sie durch Bluetooth-fähige auszutauschen, relativ schnell wieder von mir fallen gelassen. Nun stehe ich also da und habe nach einer Lösung gesucht. Zum Glück stellt Logitech für solche Fälle gleich das richtige Zubehör zur Verfügung und dieses möchte ich euch heute vorstellen. Und zwar ist das der Bluetooth Audio Receiver. Gibt's bei Amazon für ca. 30 Euro. Den Link habe ich euch mal in der Videobeschreibung eingefügt. Das Funktionsprinzip ist denkbar einfach. Gerät über das mitgelieferte Netzteil mit dem Strom verbinden, Lautsprecher via 3,5 mm Klinke, also AUX, oder mittels mitgeliefertem Cinch Adapter verbinden, iPhone oder anderes Bluetooth-fähiges Gerät zur Hand nehmen, verbinden, fertig. Was gerade für mich praktisch ist, ist, dass ich so fast alles kabellos verbinden kann. Auch bei meinem Notebook mache ich mir beispielsweise nicht mehr die Mühe, dieses via AUX zu verbinden. Einfach Bluetooth einschalten, sollte der Bluetooth-Adapter schon mit einem anderen Gerät verbunden sein, etwas länger die Bluetooth-Taste gedrückt halten, bis die LED zu blinken beginnt, sich mit dem Adapter verbinden, fertig. Das war's dann soweit auch schon wieder von meiner Seite. Ein kleines Review zwischendurch, könnte man sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider habe ich momentan nicht wirklich Zeit für YouTube, weswegen jetzt so lange keine Videos mehr online gekommen sind. Ich hoffe aber, das ändert sich in nächster Zeit wieder. Danke auf jeden Fall, dass ihr weiterhin so aktiv meine Videos verfolgt und bis zum nächsten Mal.